Hallo? Блять. Ich glaube, da gab es einen kurzen Disconnect an die guten Freunde. Ich bin bei O2 und nicht bei Vodafone. Handyvertrag ist Vodafone. Kann sein, dass ich jetzt endlos einen Ladescreen habe, da muss ich komplett resetten. Ja, und Spiel ist gecrashed. Mega den Hunger, Mann. Man kann tatsächlich Blackjack und so zocken in Game. Ich habe nur noch nicht gefunden, wo. Hier in Rhodes im Saloon kann man, glaube ich, oben zocken. Aber ich kann nicht pokern, ich bin doof. Hab ich nie gelernt. Ja, mittlerweile habe ich bei O2 abends immer Verbindungsabbrüche. Muss man nach Crash Red Dead nur starten, okay. Mr. Unikat. Du alten Gumbo-Spieler, ich kenn dich, Junge. Ich weiß genau, wer du bist. Passen Sie ja auf, der Herr. Ich sag's Ihnen. Joker, schlaf gut. Okay, zweimal noch. Dachte gut, dass das ist. Im Prinzip ist da doch 5M. Ich finde generell Red Dead Redemption 2 geil, ist halt die Sache wie Verständigen ohne Handys. Indem du nicht mit Leuten verabredest. Und an dem Ort wartest. Ich glaube, man kann hier auch Post schreiben, ich bin mir nicht sicher. Schlaf gut, Dennis. Bye bye. Scream Elements, einfach der Bruder. Ich werde gerade umzingelt. Mein Charakter macht sich wieder selbstständig. Klepper, Mardini, Junge, ich hatte Disconnect. Ah, komm, zweimal noch. Ist mein erster richtiger Tag und Eindruck ist sehr, sehr gut. Es gibt ein paar Sachen, die mich richtig nerven, Alter, aber das ist Heulen auf großem Niveau. Zum Beispiel wieder die UI unten rechts so. Das muss einfach nach oben rechts oder oben links oder über die Map. Das muss unbedingt weg da, Alter. Das triggert mich so sehr, ne? Das, guck mal, da steht jetzt unreines Wasser und du siehst halt einfach nicht, wie viel Kohle du hast, ne? Es triggert mich einfach nur unnormal. Ach komm, einmal noch. Ne, zweimal noch. Hallo Chaosboy, guten Abend.
Ja, liegt auf jeden Fall an der Auflösung. Ich darf da nicht hingucken. Andere Flussseite hilft. Doch, ich bin müde und ich habe Hunger. Ich werde jetzt so gleich in eine Falle gehen. Aber ich bin nachher wieder da für krasses Gambo auf Western RP. Also wer sehen will, wie wir hier von rechts pushen, Junge, der muss morgen einschalten, ich sag's euch. Überfall wäre jetzt korrekt. Scheiße, dann. Wie auf mich. Kinsey, vielen lieben Dank für den Prime im 27. Ich küsse dich zurück und ich küsse dein Herz. Ich glaube, die Leute... Ich glaube nicht, dass das hier so abläuft wie in GTA. Dass wenn mich jetzt einer sehen würde, dass er kommen würde und mich überfallen würde. Glaube ich nicht dran. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Hm, 32 Spieler. Ja, Unica, das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Ich hoffe aber, das habe ich auch bei meiner Whitelist gesagt, zu der stellvertretenden Projektleitung, in der Szene in GTA ist es allgemein so, dass viele Leute kommen, und das ist nicht böse gemeint, die aber absolut keine Ahnung davon haben, was Features und so ein Schrott angeht. Wisst ihr, was ich meine? Es kommen viele Leute an, das hatten wir damals auf Ultimate auch, die dann Sachen vorgeschlagen haben wie ich hätte gern Flügel auf dem Rücken. Ich bespiele nämlich einen Engel. Ich hoffe halt, dass die Projektleitung und die Devs nicht auf sowas eingehen. Auf so sinnlose Sachen, die nicht RP-fördernd sind. Henke hatte ja geschrieben, Bugfix ist so, der hat heute Geburtstag, macht er morgen weiter, Ende. Ich hoffe, dass die Ästhetik noch ein bisschen verändert wird, wie das UI unten rechts. Weil ich darf da nicht hingucken. Okay, einmal noch. Und allgemein sinnvolle Features, die alle ansprechen auf dem Server. Ich würde gerne Katze spielen wollen, geht das? Geht mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob man hier ein Spiel Tier bespielen darf. Und ich bin noch absolut gegen Tier-RP. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir damals schon keine guten Erfahrungen mitgemacht? Haben wir auf Unity schon keine guten Erfahrungen mitgemacht? Ja, die sollen einfach die unnötige Scheiße weglassen. Triggert mich, ne? Ach, Fischi, du bist das, Mann. Ich kann deinen Namen nicht lesen, weil dein Name schwarz ist und ich hab Dark Mode drin, Junge. Einmal noch. Komm, grind jetzt nur bis 2 Uhr. Nein! Ich schwöre, ich hab Hunger, Alter. Ich bin süchtig. Ich wollte die Story auch mal zocken, Alter. 1000 Leute haben mir immer gesagt, mach da mal. Aber man kennt mich. Ja, Salome, welche Familie bist du? Ja, Salome. Ich bin von Familie Dodge. Ich hab's heute nicht verstanden, was diese Blue Line Zeichen da ist, unten rechts. Unten rechts? Blue Line, diese blauen Punkte. Das ist ja unten rechts ist ja Standard-UI, ne? Die Goldanzeige und so. Und boah, was waren das nochmal? Das sind irgendwelche komischen Punkte gewesen. Keine Ahnung, warum die einblenden oder ob die ausblenden können.
Tabasco, schlaf gut. Peace, Brudi. Aber im Prinzip ist es doch egal. Aber die sollen halt von unten rechts nach links machen oder so. Die Anzeige ganz unten links kapiere ich auch nicht. Level 0. Gibt es hier ein Level-System? Ah, du kriegst XP, wenn du irgendwas herstellst, glaube ich, ne? Am liebsten alles ausblenden, auch die Minimap. Und soll mir einer sagen, ah, du darfst aber nicht markieren, ist verboten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das einfach machen. Es gibt Esel und so. Es gibt auch, es gibt tatsächlich kleinere Pferde. Ich schwöre bei Gott, einmal noch danach. Servus, Thompson. Servus. Assalamu alaikum. Merhaba. Einmal noch. Ich schwöre bei Gott, einmal noch. Und es gibt Esel, es gibt ganz vieles Zeug. Bye, have a beautiful time. Einmal noch. Ich schwöre bei Gott, einmal noch. Freakskiller, Dankeschön für den Resub im 11. Ich küsse dich zurück. Nein, das ist egal, wo du das suchst. Das ist ein Algorithmus, Junge. Das ist ein Script. Wir sind in der Matrix, nicht süchtig. Nein, bin ich nicht. Lass mich in Ruhe. Esel zählt nicht, Esel nur für Amerikaner. Ich hatte tatsächlich schon einen anderen Charakter hier, der aber noch heftiger rumgebackt hat als mein jetziger schon. Ich hoffe, dass das mit dem Fix dann die Tage behoben ist, weil das nervt mich richtig. Obwohl wir das jetzt gerade nicht so viel hatten. Ach. Oder Hamadini Guinness-Spielo, ja. Es gibt hier alle Tiere wie in der Story, ja. Also einen Bär habe ich noch nicht gesehen, aber Wölfe habe ich schon gesehen. Die haben uns angegriffen. Da kam natürlich der elfjährige Gefühl um die Ecke geritten und hat losgeballert, ne? Haustiere, ja, ich habe gesehen, Coco hatte einen Hund, den hat er erschossen. Doch, wo man immer. Ich hoffe, dass diese Haustiere nicht so viel Performance fressen. Ein Pocket Horse. Tony, ich spiele keinen Online-Modus. Und auch nicht die Story, ich bin auf einem RP-Server. Hier hat das Update, was gestern kam, keinen Effekt. Ich habe keine Ahnung, welche Sachen neu gekommen sind. Ja, Güffi ist schon im Käfigbett. Der Hund war krank. Nee, ich hab den Hund umgeritten aus Versehen. Und dann lag der auf dem Boden und war quasi schon tot. Und Juri hat ihn halt, ja. Holy, ich denke schon. Also bei 5M und Red M müsst ihr euch so vorstellen, das ist einfach eine 1:1 Kopie vom Online-Modus des Spiels. Es ist quasi, ja, geklaut. Müsst ihr mal gucken, ob man so einen Raspawn irgendwie kriegt, diesen weißen Alligator und so. Ja, ich weiß, Junika, ich weiß. Ein Bobo! Eigentlich kann man nicht streicheln. Australian Shepherd. Dann nicht. Hallo Egel. Und wunderschönen guten Abend. Leicht Bären. Ja, aber dir bringt es nichts, wenn du Bären erscheinen lässt. Erstens ist das ein Exploit wahrscheinlich, wenn du irgendwie einen Trigger findest, der Tiere spawnt. Dafür wirst du gebannt. Zweitens bringt halt absolut nichts.
wenn du einen Weg finden würdest, wie du an Nuggets kommst und so, das wäre noch heftiger. Aber dafür bist du auch gebannt. Direkt Hardware, die Banane. Okay, die Tür triggert mich jetzt. Das, oh mein Gott. Ich hab da ein echtes Problem mit. So ist Fine Whisky. Ich kann nicht mal über das Ding gucken. Ich bin so klein, ich kann nicht drüber gucken. Junge, leck mich am Arsch. Das bringt dir aber nichts, Amadini, weil das ein RP-Server ist, Bruder. Du kriegst hier für ein Tier nicht mal die Hälfte, weniger als die Hälfte, mein Fleischer. Ich bin ein richtiger Hobbit, Junge. Wo geh ich denn schlafen? Ich geh da vorne pennen. Oh. Kostenloses Essen. Hier nicht. Aber in dem. Ich weiß, wo Ratar sein Gold versteckt hat, weil der hat mir erzählt in Red Dead. Ich kenne die Leute zwar hier nicht, aber ich glaube, hier kann man pennen. Da kommen sie raus, die Schwitzer. Oh, Miezekutze. Hübsche Miezekotze. Hier ist doch der Saloon, hier penne ich. Er hat sogar auf. Doch nicht, andere Tür. Der muss doch aufhaben, ich sehe das doch. Reicht doch. Hold, Partner. No drugs in the north. Oh, hier ist kein Bett. Abgeschlossen. Ja. Okay, hier wird kein Trigger. Hier kann man sich nicht hinsetzen. Kann man sich hier hinsetzen? Nein, fuck. Dann warte ich, bis der Barkeeper kommt und dann penne ich. Die Augen haben tatsächlich grün reflektiert, ja. So, Chat. Aus die Maus jetzt hier. Haben wir denn noch? Zack, zack. Hadi Janem, ich bin schlafen. Benjaschkim. Gute Nacht. Eieiei. Die Hälfte von euch pennt eh schon, die andere Hälfte ist schon weg. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank für den Support. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns nachher, ja? Eigentlich immer 19 Uhr, aber ich gucke, dass ich früher komme. Morgen steht nichts an. Weil ich hab Bock und nein, ich bin nicht süchtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye-bye. Lasst euch nicht anquatschen. Bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bis nachher. Tschüss, schlaf gut und danke.